grüßt alle miteinander und herzlich willkommen zur 54. Folge vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 Singleplayer mit mir, auch Julian Rieser. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal fahren wir von Istanbul nach Kozlodi in Bulgarien. Fahrzeit dauert wie immer geschätzt zwischen 30 bis rund 40 Minuten zum Dreh herum. Wir fahren 564 Kilometer. Wir liefern einen 15 Tonnen Radlader aus. Unser Fahrzeug ist der Mercedes-Benz Heilwurf Sleeper mit 456 PS. Wir fahren vom Vormittag in die Nacht hinein. Wir fahren jetzt auch direkt los und ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Abfahrt! Geradeaus. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, ich hoffe, ich kann dann demnächst rechts abbiegen. Den Umstrich gut. Mir geht's auch soweit ganz gut, kann ich nicht. Biege nach rechts ab. Beklagen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Wir stehen aktuell bei 462 Abonnenten und bei einer Aufrufzahl von 142.400 Aufrufe. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch und bei jedem Einzelnen, der mich kostenlos supportet und euch meine Videos gut bei euch ankommen. Und an die Neuen, die neu das Studio gestoßen sind, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Freut mich, dass ihr da seid. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich glaube, das war gerade neu gewesen, was ich gerade auf dem Kaufen Navi gesehen habe. Also steht in der rechten Route. Thank you.
Straße senken. Hier muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die Seiten hier eng sind. Mir fehlen dann noch die neuen Städte in Bulgarien. Dann haben wir hier auch das Auto Black Cities. Sie haben die Länder am Schwarzen Meer, aber dann auch komplett geschafft. Dann fehlen uns nur noch die Länder in Nordeuropa. Also in die Länder oben alle in Skandinavien. Ja, Skandinavien und England. Dann haben wir die komplette ETS-2-Karte abgearbeitet. Bitte links halten. Ich würde ja echt gerne hier Musik reinmachen von den ganzen Radiosender, aber da ist ja keine No-Copyright-Musik dabei. Und ich will ja nicht, dass das Video dann bei der Überprüfung dann danach gesperrt wird. Das wäre eine ganz schlechte Idee. Aber desto schneller man fährt, desto schneller geht auch die Kilometeranzahl zurück. Das sieht ihr ja. Wie schnell das geht. Und man sieht, ohne dass ich einen LKW oder einen Trailer gekauft habe, haben wir knapp 400.000 Euro auf dem Account. Alles erfahren, ohne zu cheaten oder sonst irgendwas zu machen. Einfach nur zu fahren bis zum geht nicht mehr. Ich war gestern beim Civitar Let's Play, also beim Pieter hat gestern Abend ein Oxy 2 Livestream gemacht. Da hat er auch ein paar
auch Spenden bekommen von einem guten einem Freund von ihm. Ja, das kriegt 1 Euro und 3 Euro Spende. Und ein paar neue Abonnenten. Ich gönne es ihm, das hat er sich auch wirklich verdient. Von ihm habe ich ja auch 2 aber neue Abonnenten dazu bekommen. Ihr wisst ja, Communities unterstützen sich ja gegenseitig hier auf YouTube sowie auch auf Twitch. Und haben mir den Tipp gegeben mit einem anderen Aufnahmeprogramm zu streamen, und zwar mit Nvidia Shadowplay, weil er früher damit, hat er gesagt, glaube ich, angefangen hat. Und ich bin ja bei ihm Moderator. Bitte links halten. Dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Dieses Mal habe ich nichts an der Strecke. Demnächst links abbiegen. Soll ich das öfters machen? Biege nach links ab. Natürlich ist immer alles in Ordnung. Es wäre wohl, wenn nichts in Ordnung wäre. Was würden die Wache jetzt von ETS nicht machen? Wir fahren hier bitte mit 8 km/h drüber.
Neu berechnen. Neu immer geradeaus. Ja, ich kann eh nur maximal 90 fahren. Immer geradeaus. Bleiben Sie immer geradeaus. Meine Kegelfans. Immer geradeaus. Was für ein Sicht. Also da haben die Macher sich echt ins Zeug legen, sich echt übertroffen. Es ist wirklich sehr, sehr schön, was aus ETS aus 11 Jahren geworden ist. Derzeit. Ihr müsst denken, ETS 2 ist 2012 herausgekommen. Und das ist, ich habe ihn schon seit Anfang an. Auch mit den ganzen DLCs habe ich noch kein Lenkrad gehabt, habe ich noch alles mit Tastatur gemacht. Das Lenkrad habe ich ja. Links halten und dann links abbiegen. Habe ich ja seit. Ja gut, 5-6 Jahre schon oder wieder. Ja so. Biege nach links ab. Das funktioniert immer noch wie eine 1. Obwohl ich es mir damals gebraucht gekauft habe. Für um die 200 bis 300 Euro. Heilbronn-Map gerne sehen möchte, ist ja 1:1 nachgebaut, also meine
angeben. Also, mein Ort ist nicht dabei. Also, da fährt man in Echtzeit. Also, die Orte gibt es wirklich. Also, wenn das ist zum Beispiel bei den Stunden, wo ihr seht, rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Zum Beispiel 15 Minuten dran steht. Dann fahren wir auch wirklich. Nimm die Ausfahrt rechts. Dann fahren wir auch wirklich echte 15 Minuten. Demnächst links abbiegen. So ist es auch bei den bei der Kilometeranzahl. Da ist es komplett genauso. Biege nach links ab. Was ihr gerne in den jeweiligen Spielen oder Streams gerne sehen möchtet. Oder was ich für euch streamen soll. Und dann das Spiel, was ich habe. Dürft ihr euch Let's Plays oder Streams gerne wünschen. Die werden dann meistens so am Wochenende gezeigt, die Streams. Je nach, ihr macht die je nach Lust und Laune. Aber wir gehen würden, die werden nicht so zwischen 14 oder 15 Uhr so um das Dreh rum. Die neuen Zuschauerinnen und Zuschauer unter euch. Nur halt, wenn die Kegelsaison anfängt, muss ich halt schauen, weil ich streamen werde in der Woche. Weder donnerstags oder freitags, sondern alle. Am anderen Tag, weil montags geht's ja nicht. Dienstags geht's dann auch nicht. Wegen Training. Dann wäre nur noch der Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag. Oder Sonntag, wenn ich da kein Spiel habe. Aber lasst euch da wie immer gerne überraschen. Bitte rechts halten.
zwischen 30 bis 40 Minuten geht. Man muss das halt einschätzen. Man kann halt nicht sagen, ach, die Folge ist, oder so viel Kilometer, so viel, sondern geht die Tour nächstes kommen. So würde ich ja normal nicht sagen. Muss man halt schätzen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh, jetzt hat Nummer 23 von 30. Das heißt, sind wir noch 7. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Habe ich gut gebremst. Oh mein Gott. Gut, dass ich die Ampel noch gesehen habe. Sonst wäre ich drüber gefahren.
immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Es ist vorbei. Es ist vielleicht noch 36 Minuten.
So, lieben das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat und euch mein Kanal gefällt und ihr auf YouTube angemeldet seid, lasst gerne mal ein kostenloses Abo da. Wir sind Draw to 470 Abonnenten. Lasst gerne auch dem Video, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auch gerne auf dem Video gerne auch den Daumen nach oben da. Schreibt gerne Fragen, Wünsche oder was ihr sonst so über mich wissen möchtet, gerne in die Kommentare zu schreiben. Folgt mir gerne auch bei Instagram und auf meinem Community Discord Server. Links dazu findet ihr wie immer bei mir in der Kanalinfo. Und ja, das war unser Elqui, unser Mercedes-Benz Actros Highroof mit Highroof-Sleeper, also Highroof-Sleeper mit 456 PS. Also macht's gut, bleibt gesund, baut gemäß und passt auf euch auf. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Euer Jürgen Rieser. Tschüss.